Hallo und herzlich willkommen zurück zu erklärt, warum, aber ich hab's nicht verstanden. Let's Play Fallout 4. Wer mit mir spricht? Pam? Ach, Pam! Giro, vielleicht mal bei der Pam, ne? Desdemona, freust du dich schon, wenn ich nach Pam zu dir komme? Du bist der Wahnsinn. Du hast es bis ins Institut geschafft. Ja, sichi! Das sagt bloß, ihr habt an mir gezweifelt. Aber wirklich Spinne, ey. Was gibt's? Wie, was gibt's? Hab ich dich überhaupt angeguckt, Deacon? Ach, Deacon, dich hab ich doch lieb. Alles gut. War nicht so gemeint, Deacon. Wo ist denn Pam? Da ist Pam. Steht hier. Bestätige Anwesenheit der abtrünnigen Variablen. Datenausgabe. Es gibt 3 einzelne Meldungen von Runner-Aktivitäten. Analyse abgeschlossen. Basierend auf Aktivitätsmuster, Position und vermuteter Bewegung der Ziele. Fazit. Das Institut sucht aktiv nach Railroad-Elementen. Kurzfristige Lösung. Runner eliminieren, wo immer sie auftreten. Aha, so. Würde es mich nicht meine Tarnung kosten, wenn ich einen Runner töte? 2 Fakten. Fakt 1. Wenn die abtrünnige Variable niemanden überleben lässt, wird die verdeckte Mission zu 1,3% kompromittiert. Die Railroad-Anführerin betrachtet dies als akzeptables Risiko, wenn es dem Schutz der aktuellen Railroad-Organisation dient. Fakt 2. Nur Agenten, die als schwere Kaliber eingestuft werden, können Runner besiegen. Das heißt, ich bin ein schweres Kaliber. Rede weiter. Das Ziel Runner Alpha befindet sich mit Zyns älterer Generation an einer befestigten Position. Eliminieren Sie die Runner-Variable und lassen Sie niemanden am Leben. Ende der Diskussion. Ich finde das ganz geil, dass die mich abtrünnige Variable nennt, weil das erinnert mich so an Star Wars, The Old Republic, ne? Wisst ihr noch die Droiden-Vereinigung da von die violette Seitenhalbierende? Finde ich geil. Na, Deacon, was machst du da? Ach, du isst. Guten Appetit, Deacon. Du bist ein Synth. Okay, naja, guten Appetit. Was steht hier rum? Ist das der runde Tisch? Die Tafelrunde? König Arthas? Gott sei Dank. Siehst du, Des, ich hab dir doch gesagt, dass die Molekularstabilisierungsmatrix. Wartet aber kurz, lass mich mal aussteigen. Gestern warst du dir da nicht so sicher. Ich bin so unglaublich froh, dich. Wenn wir hier jetzt so quatschen, dann. Hat das funktioniert? Hast du es in das Institut geschafft? Natürlich. Ich hab den Leiter des Instituts getroffen. Wie sich herausstellte, war es mein Sohn. Was? War der nicht ein kleiner Junge? Er war. Es ist. Nachdem sie ihn mir weggenommen hatten, versetzten sie mich in Kryostase. Anstatt dich ein paar Jahre auf Eis zu legen, waren es dann doch mehrere Jahrzehnte. Das Institut hat dir ja wirklich übel mitgespielt. Hast du außer deinem Sohn auch den Patrioten getroffen? Hat Toms Holoband funktioniert? Ja, hat es. Ja, habe ich. Ich habe den Patrioten getroffen. Sein Name ist Liam Binet. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir brauchen sämtliche Informationen, die du von dort drin mitgebracht hast. Schreib einen kompletten Bericht auf Pams Terminal. Anschließend analysieren wir ihn und überlegen uns den nächsten Schritt. Los, an die Arbeit. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Die haben uns hier durchgestrichen. Wie lange waren wir im Institut, Leute? Die Wichtigkeit von Bunker Hill und unserem dortigen Agenten ist weithin unbekannt. Sorg dafür, dass es so bleibt. Was? Ja, bla bla. Wir werden es tun. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden meine Leute retten. Ja. Was sollte ich jetzt tun? Ich war abgelenkt. Unter Kontrolle des Widerstands. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Hör mal, Kumpel, mit den Camps, ne? Da kannte ich schon mal eine. Ja. Bin nicht so glücklich, wie sich das hier alles entwickelt. Gib den Bericht in das Terminal ein. Ah, okay. Du solltest dich mal nicht in das Terminal durchspülen, bevor dir die Haare ausfallen. Was ist das bisschen Spülung hier? Bist du...
Schreibtischpatronen, ja. Das ist kein Terminal. Wo ist denn der Terminal? Das ist alles kaputt, Leute. Da hinten bei Pam. Ich schätze, du bist hier um die... Du schätzt, weshalb bin ich hier? Was möchtest du? Harrington. Bist du verletzt? Ist echt ein Wunder, dass du und Glorious noch durch einen Metalldetektor schafft. Was hast du gehört? Irgendwas Neues, Doktor? Nichts, das dich interessieren würde. So, und jetzt lass uns über dich und deine Gesundheit sprechen. Ich hab dich immer noch sehr, sehr lieb, mein Freund. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Ich bin verstrahlt. Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Hui, hui, wir gehen nächstes Mal lieber zum Medizinmann, der gibt mir wenigstens keine Spritze. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Außer dir? Nein, alles gut. Nein, wir sind fertig. Dann ab. Wir sind hier fertig. Du Wurscht. Sieht der, so nee, sieht aus wie so eine Standbohrmaschine. Ist aber ein Kaffeemaschinchen. Tut mir leid, ich muss ja Tüfteltom was erledigen. Ja, ja, dann erledige doch mal vielleicht was für Tüfteltom und laber mich nicht voll, du Typ. Systeme gesperrt. Stelle statistisches Modell für Operation Tea Party auf. Operation Tea Party. Ja, ich gehe mal an Pams Zentralrechenterminal und gebe mal einen Bericht ein. Institutsbericht eingeben. 1. Obwohl es alles andere als sicher war, funktionierte der Signalfänger glücklicherweise. Nach dem Materialisieren befand ich mich in einem leeren Raum. Z114 kann die 13 Synths platzieren, aber damit sie es zum Teleporter schaffen, benötigt der Patriot den Benutzernamen und das Passwort für Version 1 des CIT Code Defenders. Ende des Berichts. Hashtag Beginn der vorläufigen Analyse. Hashtag Analyse abgeschlossen. Hashtag Starte Interface. Wenden Sie sich bitte umgehend an Pam, Agent. Danke. Jut. Haben wir hier noch Zugang? Tut mir leid. Okay. So, Pammy. Was kommst du denn jetzt her? Hast du mir etwa über die Schulter... Hast du geguckt? Der Unterschlupf Mercer ist ein Zeichen dafür, dass es für uns bald aufgeht. Ja. Pam. Danke. Vorläufige Analyse beendet. Was Wichtiges dabei? Positiv. Codename Patriot. Benötigt Admin-Daten für Sicherheitssoftware Code Defender. Querindizierung von CIT-Sicherheitsadministratoren mit Volkszählungsdaten von 2077. Filtere nach noch vorhandenen Strukturen. Eine Übereinstimmung gefunden. Bergman, Wilfred. Bergman, Wilfred. Eingetragen als Miteigentümer von Cambridge Polymer Labs. Anmeldedaten befinden sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 81% in dieser Einrichtung. Aha, okay. Okay. Ich gehe dann mal. Komm zurück, wenn du das Passwort hast. Mit etwas Glück haben wir bis dahin einen Schlachtplan. Ja, Chefin, ist ja gut, ey. Was denn für ein Schlachtplan? Meine Güte, ich dachte, wir helfen dem Binet hier 13 Leute rauszuholen und dann ist erstmal gut. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht so richtig, dass wir hier in diesen Krieg reingezogen werden. Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Ja, mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Was gibt's? Was, wie, was? Oh. Für jeden Cent, der Reizüberflutung so ein bisschen. Tja, Leute, ich brauch gerade schon meine Brille abgenommen, weil irgendwie... Mir schwirrt der Kopf. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Ja, Trommler, das wäre schön. Modisches Statement, ja. Ja, Leute, ich bin hin und her. Ich weiß nicht, ja. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal den Code holen und, ja. Ja, was habe ich denn jetzt hier für einen Gang genommen? Bin ich doof? So, wo wollen wir hin? Da. Kennwort für den... Nee, Institut wollen wir nicht. Ist ja in der Nähe vom Institut. Dann gehen wir doch da hin. Kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Na gut, dann reise ich halt nicht schnell von hier aus. Kann ja mal speichern vielleicht. Die Suppe. Ja, widerlich. Wer kam auf die Idee, den Hinterausgang zu nehmen? Dass mein guter Powersuit noch rostet. So weit kommt es noch. Verklage ich euch, Railroad. Jeden einzelnen von euch. Eure Schlüpper klage ich aus euch raus.
sind wir denn hier? Wie ist denn das passiert? Hä? Guten Tag, ist da jemand? Terminal entsperren. Sieht aus, als wenn da geheime Akten hinter. Purifying. Ferocious. Was ist das nur? 2 Treffer. Oh, jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen, sonst sehe ich nicht richtig. So, oh, warte, Obacht. So, das R stimmt. Und das war's dann auch. Virtually. Das R stimmt wieder. Und das war's dann auch. Mutations. Das U. Und das N. Geschafft. Easy peasy. Mach die Tür auf. Morphi-Tür. Öffnen. Dankeschön und raus hier. Guten Tag. Was haben wir hier? Waffenwerkbank. Brauchen wir gerade nicht. Klebeband braucht man immer. Radio brauchen wir nicht. Fusionskern brauchen wir. Haben wir hier noch was versteckt im Schatten? Natürlich nicht. Alles klar. Upsi, warum geht denn Dina hier auf? Seid ihr sicher, dass wir hier lang wollen? Terminal. Irgendwo. What? Terminal, irgendwo. In der weiten, weiten Galaxie. Ist ein Terminal, das eine Türe öffnet. Aber ich konnte jetzt trotzdem durch die Tür, obwohl man da mal gerne ein Terminal benutzt hätte. Es ist, die Rätsel sind hier los. Es ist, das ist ein sehr, sehr langes Ladebalken-Ding, was ich eigentlich, ja, tja. Und jetzt, irgendwas wollte ich mich, ja, also irgendwie fällt mir das gerade schwer, mich hier mit irgendwas anzufreunden. Also mir gefällt halt das, ja, ich hab keine Ahnung, also, weil ich einfach so unentschlossen bin. Ich möchte natürlich auf der einen Seite das Institut zu Fall bringen, weil ich bin da überhaupt nicht von überzeugt, dass das gut ist, Fatima. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch Shawnee eigentlich nicht nichts tun, aber jetzt nicht mehr der netteste Kerl der Welt. Und auf der dritten Seite sind mir die Railroad-Jungs ein bisschen zu radikal. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja. Alles schwi. Aber was wollen wir machen? Also wissen wir. Ne? Ist ja Hauptquest halt irgendwie. Weiß ich. Keine Alternativen. Irgendwie. Ja, ich will die aber eigentlich. Ja. Aber hier, was die Desdemona gesagt hat, ne? Schon wieder ein sehr, sehr langer Ladebalken. Schön. Hier von wegen, oh, das Institut hat ja aber übel mitgespielt wegen der Kryo-Geschichte. Naja, es war ja nicht das Institut per se. Das war ja ursprünglich Vault-Tec und dann hat der Kellogg halt das Kind geklaut und um ihn wieder eingefroren. Ist dann halt so. War ja nicht Pulowski Selbstschutzbunker? Komm mal auf hier. Spielzeug außerirdischer. Vault-Tec Lunchbox. Brr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 r
Laborassistent anbieten. Eine strahlende Zukunft beim Überwachen von Testgeräten erwartet Sie. Möchten Sie vor Beginn Ihrer Arbeit im Labor eine Einweisung erhalten? Einweisung? Einweisung? Die Einweisung soll neuem Personal zur Bereicherung der Arbeit einen Überblick über die Firmengeschichte geben. Möchten Sie vor Beginn Ihrer Arbeit im Labor eine Einweisung erhalten? Ich glaube eher nicht. Nein, machen wir einfach weiter. Aufgrund von hohem Personalbedarf können wir die Einweisung überspringen. Folgen Sie mir bitte ins Labor. Alles klar, Molly. Arbeit aufnehmen können. Warte kurz, darf ich hier kurz Sachen abschnüffeln und klauen? Mitarbeiter erhalten Freigetränke. Bitte cool. Beschriften Sie Lebensmittel oder Zigaretten, oh, die Sie im Pausenraum zurücklassen. Oh, Nuka-Cola Quantum, Nuka-Cola. Rotpatronen, ja. Schön, mit Freigetränken, aber mit so einem richtigen Job ausgesucht, würde ich sagen. Hier sind Ihr Kittel und das Klemmbrett. Ziehen Sie bitte Ihre Arbeitskleidung an und folgen Sie mir in den Entgiftungsraum. Das gibt jetzt ein Problem, Mäuschen. Weil, wenn ich meinen, wenn ich jetzt meinen Suit ausziehe, dann kann ich wieder nicht rennen. Das Forschungspersonal wird Sie auf der anderen Seite begrüßen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und willkommen im Team. Team, Team, Team. Ist es schön. Gehen Sie in den Entwicklungsraum. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Mitarbeiter dürfen das Labor daher erst nach Abschluss des Projekts zur piezo-nuklearen Auskleidung verlassen. Melden Sie sich bitte bei Projektleiterin Dr. Elwood Bulung, um Forschungsanweisungen zu erhalten. Starte die Kontaminierungssequenz. Aha. Dekontaminierst du schon? Naja, ist ja eh offen. Ja, wir dürfen erst raus, wenn das Projekt fertig ist. Finde ich ja prima. Das sind doch Ghule. Ghule. Total. So, also ich nehme jetzt hier diesen Botsch und füge das da ein. Radioaktives Isotop. Was? Ja? Okay. Was? Systemfehler. Isotopenmenge unterhalb der Minimalwerte. Gerät kann zurzeit nicht benutzt werden. Ausgangsreaktant, unidentifizierte Pumpe, Durchfänger. Zugefügte Reaktanten scannen. Scanne. Salzsäure ist da drin. Alles klar. Wissen wir schon mal Bescheid. Herstellungsparameter, Start. Nano-Gewebedraht, Lithiumhydrid Gold. Ergebnis, Bestrahlungsmuster starten. Lochgröße, was? Was? Okay, pass mal auf, das geht hier so rein. Und dann geht das hier rüber. Achso, hier kann man. Ja, also hier muss man das Isotop dabei geben. Und hier die beiden Reaktanzen. Und dann kriegt man hier vielleicht wahrscheinlich das Ergebnis raus. Eventuell, okay. Nee, das kommt mir jetzt nachträglich nicht mehr wie die beste Idee vor. Steig mal wieder ein. Weil ich mich gerade wieder daran erinnert habe, dass da nebenan ja Ghule rumlagen. War mir kurz entfallen. Siehst du? Da kommen sie. Wo? Ich höre euch doch. Wo seid ihr denn? Da. Der Turm kümmert sich. Ich will aber auch was von der Erfahrung abhaben, wenn wir ehrlich sind. Ah ja, guck mal. Du Ghoul. Guter Typ. One-Hit-Opfer. Haben wir noch? Haben wir noch. Schießen den mal ins Bein tot. Ja. So. Und du einmal in den Kopf. Und du einmal in den Torso. Pzium. Jedes Gehirn. Noch ein. Hallo. Hab mich hier gerade reparieren lassen, ey.
von meiner Radioaktivität. Und jetzt macht ihr so. So, ist jetzt hier wieder Ruhe? Haben wir das geklärt, ja? Dann kann ich jetzt hier die Tür zumachen, dass mich hier keiner abschnüffelt. Außer Dokumi, der darf mich abschnüffeln. Da ist noch einer. Mann, Leute. Komm hierher, du Ghoul. Komm da raus. Du feiges Stück Radioaktivität. Dann gehen wir hier auf den Knispel. Oh, hier ist Radioaktivität unterwegs. Tischventilator. Oh, eine Lupe. Das müssen wir mal unter die Lupe nehmen. Drogen. Ist das hier Bügeleisen? Brauchen wir nicht. Süßkuchen. Voll süß, dieser Kuchen. Nuka-Cola. Aber hier ist aber gut, ey. Wo bist du denn, du Ghoul? Da. Oh, du bist ja sogar ein wilder Ghoul-Stroner. Ich muss dich schnell schießen. Mit Crit. Nicht, dass hier noch Sachen passieren. Ich habe gerade 40 Credits, Credits sage ich schon, 40 Kronkorken bezahlt, dafür, dass ich hier nicht, nicht mehr radioaktiviert bin. Und dann so. So, jetzt gehen wir aber, machen wir mal mit dem Team hier jetzt. Ist ja ganz schön nass hier, wa? Na, lieber nass als, tot. Wie es schon im Räuber-Hotzenplotz so schön heißt, barfuß am Leben ist auch was wert. Bürotischventilatoren sind überhaupt immer was wert. Mikroskop auch. Aha! Unbekannte Probe 3,11. Chemikalienschutzanzug brauchen wir nicht. Wir haben ja unser Ding. Wir haben hier das Gerät. Ein Sieb in der Metallkiste, supi. Guck mal, Schmutzwasser, Aludose. Powersuit war das Wort. Powersuit haben wir. Forgotten Meters. Measure no radiation. Was? Ach so. Vergessene Geigerzähler messen keine Strahlung. Hast du einen Geigerzähler? Geht's denn hier lang? Danger radioactive material. Oh. Okay, jetzt aber mal mit System hier, meine Lieben. Lass mich hier wieder, guck mal, Duct Tape. Lass mich wieder ablenken, ey. Wir wollten eigentlich vor einer Stunde oder so, wollten wir hier an dieses Terminal ran. Das von Erica. Und das werden wir auch tun als nächstes. Aber nicht mehr heute. Das machen wir erst. Oh, was ist denn hier? Hä? Achso, es ist. Finn, Aufmerksamkeitsspanne eines Vierjährigen. Also, wir gehen hier an Ericas Terminal. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sagt Tschüssli Müsli.